Neue Folge Splinter Cell mit mir, Dennis. Wir sind immer noch bei der CIA. Wir suchen immer noch nach Dohertys Computer in Raum 508. Aber jetzt müssen wir erstmal durch den Media Room. Wer ist Doherty? Der Typ hat wahrscheinlich wichtige, sicherheitskritische Informationen an die Georgier geleakt. Und das geht ja mal gar nicht. Traces of the media in a secure data forwarding service in Holland. Another in Bangkok, three in Canada. Any order? Nope. Take it back and turn up the volume. The foolish avarice and arrogance of a nation that still believes there is such a thing as a world superpower. Take it back to beliefs? What, the chain sound? Of a nation that still believes there is... No, it's like a moaning in the background. That still believes there... You hear that? That still believes... I don't hear it. That still believes... It's right there. A cow, maybe. Still believes... I honestly don't hear it. I think there's a chain rattling around foolish avarice. Let me check this with the media people. All right, I'll be here. Ja, also ein guter Streit. Arbeitet die CIA wirklich so? ein Streit darüber, ob eine Kuh im Hintergrund der Rede des georgischen Präsidenten zu hören ist. Was würde uns das sagen, wenn da eine Kuh zu hören wäre? Die Mut. Ich meine, es gibt natürlich nur einen Ort in ganz Georgien, wo Kühe existieren. Deswegen ist es ganz offensichtlich, wo der sich dann befindet, der Präsident. Es wäre also eine einfache Möglichkeit, um ihn zu finden. Ich versuche jetzt mal hier vorbeizuschleichen, in der Hoffnung, dass er mich nicht hört. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie er mich hören soll. Der würde mich aber sehen wahrscheinlich, ne? Muss mal ein bisschen aufpassen. Einen von beiden muss ich... Na, wo wollen Sie hin, guter Mann? Kommen Sie zu mir, oder... Ich muss, denke ich mal, einen von beiden flachlegen, wie man so schön sagt. Nein, so sagt man das nicht. Bom, 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 bom. So, guter Mann, wir legen Sie jetzt mal da so hin, dass Ihr Kollege Sie nicht bemerken dürfte. Speichern. Und wir schauen mal, wo sich Büro 508 befindet. Da vorne könnte es doch schon sein. Ich sehe doch da schon Zahlen an den Türen, aber wahrscheinlich ist die... Oh, da ist auch Doherty. Wir sollen Doherty ja nicht über den Weg laufen. Der soll nicht wissen, dass wir ihm auf der Schliche sind. Aber das hier wäre doch jetzt der Moment für den Zugriff, wenn er gerade das Büro verlassen hat. Das wäre genau der richtige Moment und da hängt auch George W. Bushs Porträt an der Wand. How are we doing, Grim? Working on it. Very clever back door. Looks like Philip Mass's work. Bouncing to a server. Surf Kalina underscore VA, which is the Kalina Tech building in... Oh, black hell, somebody spotted me. They shut down. We'll call back. Fisher, we're gonna need you to bag Doherty. What happened with Grimm's daughter? We'll worry about that. You worry about Doherty. Wait for him to take a smoke break. It'll make grabbing him easier. Details on your offset. Okay, aber er ist doch gerade rausgegangen. Vielleicht ist das jetzt gerade sein Smoke Break. Ist er da hinten? Ah, da ist eine Kamera. Scheiße. Das ist die Frage, wie kommen wir jetzt an den ran? Ich habe gespeichert. Das heißt, es sollte eigentlich nichts passieren können. Wie komme ich an dem Dude vorbei, ist die Frage. Da ist auch leider noch eine Kamera. Intruder! Ja. Also, da komme ich jetzt nicht so einfach vorbei. Habe ich hier irgendwas, was ich... Sticky Shocker. Sticky Camera. Flare. Das bringt mir ja alles nichts. Gibt's hier irgendwo eine Dose oder sowas, die ich werfen kann, damit der aufsteht? Irgendwo irgendwas. Scheiße, weil der ist nämlich gerade rausgegangen. Wenn ich jetzt das nicht mache, dann wird das wieder nichts ewig und drei Tage. Die Tür ist locked. Da ist aber auch nur ein Computer drin und keine Wurfgegenstände. Wie komme ich denn an dem jetzt vorbei da hinten?
Ich bin etwas irritiert. Ich kann ja auch das Licht hier nicht ausmachen, oder? Wie sieht's hier mit dem Licht aus? Hello? Ja. What the? What was what the hell? So. Mein Friend, das Licht ist aus. Das sieht doch gut aus, oder? Wir haben hier eine Chance. Ach, scheiße, da ist er schon wieder. Nein, jetzt kommt er wieder. Ah, der dumme Doherty. Ich kann ihn direkt hier schnappen. Must have been nothing. What are you doing, Fisher? He was going in the right direction. Now you're just gonna have to carry him all the way to the truck. Okay. Der muss hier lang. Okay, Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Ich dachte, der muss da hinten hin. Dann warten wir halt noch kurz. We have three points of attack. Two transformers coming from County Electric Supply and the backup generator. Agent Marks has been trying to sell us on the idea of electrostatic fuel bombs, but the blast radius doesn't figure. A logic bomb activated in the hospital's archival system 70 hours earlier, approximately 10 p.m. on the 28th of October, effectively wiped out our chances of tracing the attack digitally. However, we do know how they gained access to the transformer. Also es ist ja einfach nur eine Besprechung hinsichtlich irgendwelcher Angriffsstrategien auf mutmaßlich die Georgier, würde ich mal sagen. Ich meine, immerhin sind die USA im Krieg mit ihnen. So, ich wüsste jetzt echt gerne, wann der wiederkommt. Ich sehe es ja leider nicht. Ich kann es ja nicht so richtig abschätzen. Ich könnte mal eine, wie heißt das, eine Sticky Cam benutzen. Somebody over there? Who are you? Ah, die kommen hier raus. Okay, dann gut. Aber wo? Also die verlassen dann den Raum oder was? Na gut. Dann müssen wir, denke ich mal. Ich kann ja mal kurz gucken, ob ich hier vielleicht mal eine Lampe zerschießen kann. Das merkt dann ja keiner. Dann kann ich mich wenigstens hier zwischendrin mal irgendwo ins Dunkel stellen. So, oh, jetzt stehe ich aber noch voll im Hellen. Ach, der muss zwischendurch mal auf Klo, oder was? What the hell? Wann kommt denn jetzt Doherty? Wie lange braucht denn der Typ? Ja, Leute, da sind nur ein paar Glühbirnen aus Versehen alle gleichzeitig kaputt gegangen. Das passiert schon mal, selbst im CIA-Hauptquartier. Da müsste er jetzt überhaupt nicht irgendwie kritisch nachfragen. Da sehe ich überhaupt keinen Grund zu. Ist er denn jetzt? Hat das eben... Bin ich eben wirklich so lange hier so rumgeschwänzelt? Ich bin ja hier nochmal zurückgelaufen zu seinem Büro. Naja, dann kann ich ja doch noch die Tür hier aufbrechen, wenn der ewig nicht wiederkommt. Mein Gott. Dann machen wir das doch einfach mal. Dann schauen wir mal, was da noch auf dem Computer für tolle Informationen zu finden sind. So. Ups. Warum drücke ich eigentlich immer die E-Taste, wenn ich doch die F-Taste drücken will? Und was gibt's hier? Datastick. Und der Datastick sagt mir Folgendes. Zu dumm, um digital zu unterschreiben. Na, das kann schon mal passieren. Warehouse Fire, bla 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 bla. Also, ist jetzt nicht so... Tatsächlich nicht so aufregend gewesen. Hatte gehofft, da kommen jetzt mehr spannende Hintergrundinformationen. Was haben wir hier jetzt noch? Noch ein Datastick. You will find two images captured from the security system. In Tbilisi, Georgien, the corpse of Agent William Robert Blaustein and Madison, also unsere toten Agenten. Okay, es sind einfach Fotos von denen. Auch das ist jetzt nicht überraschend, dass die CIA bei ihren verschwundenen Agenten da noch ein bisschen geforscht hat und irgendwelche Fotos gefunden hat.
Also langsam geht's mir ein bisschen auf den Nerv, dass der hier nicht wiederkommt. Und warum steht der Dude hier im Flur jetzt die ganze Zeit? Das ist jetzt ja auch irgendwie scheiße. Das heißt, ich kann jetzt auch gar nicht mehr nach da hinten. Und nun hat sich das Spiel irgendwie aufgehängt oder hängt der irgendwo fest, der Doherty? Mann. Ich würde so gerne dieses Spiel... Who are you? Naja, da haben sie mich dann gesehen. Ich würde so gerne dieses Spiel schneller durchspielen, aber ihr seht ja, was hier passiert. Ich kann jetzt hier gerade nichts machen. Ich wüsste jetzt nicht, was ich hier tun soll. Ich meine, ich könnte noch hier hinten die Lampe ausschießen. Aber ich meine, dann sind sie auch nur alle total irritiert und genervt und stehen vielleicht mal auf. Ich weiß ja ehrlich gesagt auch nicht wirklich, wo ich hin muss. Also mit dem Doherty dann. Hat er gesagt, ich muss ihn zum Truck bringen. Aber wo ist denn der Truck? How the hell did that happen? Komm, ab ins Dunkel. Ab ins Dunkel. Dann ist zumindest schon mal einer weg. Wenn wir hier einfach mal freien Weg haben für den Kollegen Doherty, dann können wir den vielleicht auch leichter irgendwie übermannen. Ich lege den jetzt mal hier irgendwo in eine dunkle Ecke. Hier so zum Beispiel. So, dann haben wir doch schon mal wieder eine Sache geschafft. Ich habe echt Angst, dass hier irgendwas kaputt gegangen ist bei dem Spiel. Und der deswegen nicht mehr auftaucht irgendwie. Jetzt habe ich eigentlich nur noch die eine Lampe da hinten zu zerschießen. What was that? Und das klappt auch tatsächlich. What so, the hell? Kommt er jetzt zu mir oder läuft er zu der kaputten Lampe? Er läuft zur kaputten Lampe, okay. Who are you? Oh Mann! Da drin steht dann auch noch einer, natürlich. What the hell? Ist ja spritzig. Der guckt jetzt hier einfach aus der Tür raus, oder was? Wie geil ist das denn? So, ich gucke jetzt mal hier hinten um die Ecke und gucken wir mal, wo der Kerl ist. Der hängt bestimmt an irgendeiner Tür fest. Must have been nothing. Must have been nothing. Speicher mal hier. Okay, hier sind noch jede Menge Büros. Hier ist der Vorlesungssaal, wo der Besprechungsraum da. So. Und hier sitzen die jetzt und rauchen, oder was? Ich gucke erstmal kurz in die Toiletten, ob ich hier vielleicht mal das Licht ausmachen kann oder sowas. Leider nein, keine Lichtschalter. Also was ist ja manchmal ganz praktisch als so Ablageort für K.O. geschlagene CIA-Mitarbeiter. Ich habe das befürchtet, der sitzt da jetzt einfach irgendwie. Ich wüsste aber gerne, wo ich den jetzt hinschaffen soll. Also hier ist noch ein Raum. Da sind sogar zwei Leute drin. Coole Sache. Okay, und hier komme ich nicht raus, ne? Weil ich keinen Türcode habe. Ach, scheiße. Ha. Ist das tatsächlich... Da sind irgendwelche Sicherheitsleute. Also auch wieder kein Doherty. Hier sitzen einfach nur zwei so Sicherheitsdudes. Und chillen. So, wo ist er denn jetzt? Ich
verstehe nicht, warum der das letzte Mal wieder aufgetaucht ist und diesmal jetzt partout nicht wiederkommt. Das ist mir ein absolutes Rätsel. So, jetzt ist hier wenigstens mal ein bisschen dunkel. Mann, wieso drücke ich immer die falsche Taste? Ja, weil es bei vielen Spielen auch einfach eh die Taste ist, welche. Ist hier ein Computer? Merkt keiner. Okay, aber auch da, ich hatte gehofft, dass jetzt hier vielleicht der... Drück doch nicht immer die falsche Taste, Junge. Ich hatte gehofft, dass jetzt hier die... Der Code für die Tür irgendwie auf dem Computer liegt, aber... Was habe ich jetzt gefunden? 0614, habe ich die schon mal benutzt? Information Retrieval Service Code Door 0614. 0... Kommt mir jetzt nicht super bekannt vor. Ja, tatsächlich, die war das. Haha! Super gut. So. Immer noch absolut keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Ob er hier irgendwo ist. Da ist er doch. Da ist er doch. Und der steht da ewig. Warum ist er denn das letzte Mal zurückgekommen? Das ist doch dann die eigentliche Frage. Das hat mich jetzt total verwirrt, deswegen habe ich so lange gewartet. Junior Wilkes ist in Position for Extraction. He's with Special Agent Baxter, an interrogations expert. They've got a disappearance truck parked in the back. A disappearance truck, das klingt ja unangenehm. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh fuckity fuck fuck. Schnell! Laufe ich jetzt unter irgendeiner Lampe durch? Bestimmt. Der ist schneller als ich. Um die Ecke, um die Ecke. Da ist nichts, da ist nichts. Du hast nichts gesehen. Wohin patrouillierst du? Patrouillier bitte in die andere Richtung. Ja, das ist genau die richtige Richtung. Das ist eine super Richtung für eine Patrouille. Hau ab. So, wo ist der Verschwindibus-Truck? Der ist irgendwo hinten. wie er es geschehen lässt, der Doherty. So, ja. Ich meine, ist ja bei vollem Bewusstsein. Hängt da so im Schutzkasten. Der sagt nicht mal, ey, wer sind sie? Was wollen sie von mir? Das ist einfach nur, ja, gut, dann gehe ich jetzt halt rückwärts. Wenn ich jetzt rückwärts gehen soll, dann gehe ich jetzt rückwärts. Dann ist das jetzt so. Das ist jetzt mein Leben. That's my life now. Ja, ich weiß, ich könnte ihn jetzt auch einfach... Ach komm, ich schlag ihn jetzt K.O. Ist jetzt auch egal. Dann kann ich den einfach tragen, dann fühlt sich das nicht mehr ganz so albern an und ich kann auch einfach vorwärts laufen. I've got another complication for you. Some CIA security dick is chatting up Junior Wilkes and Baxter. How were they spotted? They weren't hiding. NSA presence on Langley is completely legit. Hmm. The only problem is me and Doherty. Right. A SIGINT ninja with an unconscious bureaucrat on his shoulder is less than copacetic, so don't let him see you. Ja, also alles wie immer. Ich darf nicht gesehen werden, schon klar. Ist jetzt nicht so, als hätten wir das Problem nicht schon seit Anfang dieser Mission. Ja, also die Agenten, die mich herausschaffen sollen, die NSA-Agenten, die sind, werden gerade in ein Gespräch verwickelt von einem CIA-Agenten. Und müssen sich da jetzt erstmal losquatschen und ich versuche irgendwie daran vorbeizukommen zum Truck. Mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. We have an intruder in the agency. Oh, come on! Wo kommen Sie denn jetzt her? Sie Schwachmat. Okay, wer war das jetzt? Also wo kam der her? Intruder! Ah, da vorne, okay, der hat mich also. Der sieht mich also gleich. Am Anfang des Raums schon. Okay. Aber wo ist der Typ? Ach, der kommt jetzt... We have an intruder in the agency. Da kommt der. Der kommt wirklich in dem Moment da lang, wo ich... Wo ich da
auch lang gehe. Wie krass. Da müssen wir ja wirklich vom Timing her... Intruder! Wie? Wie soll ich denn da vorbeikommen? Gut, wir können ja mal einfach super langsam vorgehen und das ist eigentlich immer die Lösung. Im Zweifelsfall einfach super langsam vorgehen und ganz vorsichtig schauen, wo hier was ist. So, der kommt jetzt hier lang. Dann gehen wir jetzt mal schön ins Dunkel, sodass der ja nicht irgendwie einen Blick riskiert und uns sofort bemerkt. Hier ist nichts. I need to get more sleep. Auf jeden Fall, Junge. Du musst mehr schlafen. So, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Ich bin komplett unsichtbar. Ich bin ein unsichtbarer Sam. Nein, der läuft jetzt hier außen rum. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Laufen Sie bitte zurück in die andere Richtung. Dachte, der läuft jetzt hier einfach Patrouille außen rum um das, diese Lüftungsanlagen oder was das ist. Komm. Ach komm, ey. Das, ja, da ist es halt auch noch hell da hinten. Das gibt's doch nicht. So ein Quatsch. Quatsch mit Soße ist das. So, jetzt müsste ich doch eigentlich, wenn der da lang patrouilliert, müsste ich doch eigentlich... hier warten können. Dann müsste er doch irgendwann wieder hier vorbeilaufen. Oder? Ach, wenn man doch bloß wüsste, wo er jetzt gerade ist. Was macht denn der? Wenn ich jetzt um die Ecke gucke, steht er hier bestimmt genau und guckt mich an. Nee. Ah, der ist... Wie ist er denn da hingekommen? Checkt ihr das? Ist der jetzt hinter mir einmal die Runde gelaufen oder was? Ich folg dem jetzt einfach. Folg dem jetzt einfach und dann stressen wir uns. Mann, ey, eine kleine Lampe am Boden. Das Spiel ist aber manchmal auch echt streng, also... So, jetzt dreh dich um und geh weiter. Mann, jetzt steht der in dem Moment auf. Das gibt's nicht. Ich will doch einfach nur diesen Level jetzt mal schaffen. Ich habe keine Lust mehr auf das Blöds hier, E-Hauptquartier. Ich hab... Lass mich doch jetzt hier einfach mal durch. Muss ich den jetzt hier ablegen und den Typen erstmal irgendwie... niederschlagen oder was wollt ihr von mir? Was ist euer Plan für diesen Level? Soll ich das so machen? Ich mach das. Ich leg den auch nochmal ab, den Doherty, und verprügel den Typen hier. So, jetzt bin ich raus. Tschö mit Ö. Wer? Oh, da unten sind auch noch welche. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Okay, Doherty, Sie bleiben jetzt hier liegen und ich kümmere mich um die ganzen Wachen hier. Ich habe jetzt hier keinen Bock mehr auf die Scheiße. So. Wir machen das jetzt so. Der kommt jetzt hierher. Und dann wird er von mir hier hinten niedergeschlagen. Hoffentlich bemerkt das dann sein Kollege nicht. So. Gut. Dann legen wir den jetzt hier ab. Der Kollege hockt da hinten noch. Speichern. Ich hoffe, ich habe mir jetzt nicht meinen eigenen Speicherstand irgendwie zerschossen. So. Aber wo ist jetzt hier
da ist eine Lampe, gegen die kann ich aber wirklich gar nichts machen. Da unten ist der Sicherheitsdude. Who's there? Oh, jetzt bin ich gesprungen und unbeabsichtigt. Ich wollte doch eigentlich nur übers Geländer klettern und vielleicht von oben auf den rauffallen. Und jetzt springt der Sam dann da. Ja, er springt dann halt immer. Also ich kann da nicht übers Geländer klettern, das sieht das Spiel nicht vor. Ich kann nicht wenigstens hier oben noch für Ruhe sorgen, indem ich den Techniker hier noch schlafen lege, der Who are you? Natürlich gerade woanders ist. Das Spiel es immer wieder schafft, einen zu ärgern. Wo? Who are you? Oh, jetzt ist der da. Mal hockt er da, mal hockt er da nicht. Jetzt entscheide dich doch mal. Diesmal hockt er da nicht. Gleich hockt er da wieder, weil er da jetzt gerade nämlich hinläuft. So. Komm. Danke dafür. So. Hä, wieso ist es jetzt hier so hell? Hier ist es doch überhaupt nicht hell. Das Lightmeter ist komplett kaputt gerade. Verrückt. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Sticky Schocker. Weiß ich ja immer noch überhaupt nicht, wie die funktionieren. Also, weil wenn ich jetzt den Sticky Schocker hier auf jemanden schieße, dann bringt das ja überhaupt nichts. Ich hab das schon. What is that? What the hell's going on? Don't worry about it. Ja, es bringt doch was. Somebody stop him. Interessant. Das war mir neu, dass das funktioniert. Okay. Man muss halt nur vielleicht richtig treffen. Vielleicht habe ich immer nicht richtig getroffen. Vielleicht kann ich dann tatsächlich was damit anfangen, indem ich den Dude hier von oben schon irgendwie wegschocke, damit der nicht. Okay. Problem gelöst. So, jetzt sind da unten irgendwie die drei Typen. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir denn jetzt an dem geschwätzigen CIA-Mann vorbei, der da irgendwie im Weg steht und mit unseren beiden Kollegen redet. Da muss man doch irgendwie, müssen wir den doch. Na, umgehen können wir ihn sicherlich nicht. Vielleicht müssen wir ihn sticky schocken. Vielleicht liegt deswegen hier oben auch die Munition für den. Für die Schockmunition, dass wir den einfach aus der Ferne schon ins Reich der Träume versetzen und dann da einfach vorbeilatschen können. Können die den nicht abwimmeln? Ich meine, das muss doch möglich sein. Es kann doch nicht sein, dass das NSA-Geheimagenten sind, die nicht dazu in der Lage sind, einen Typen irgendwie abzuwimmeln. Ach, ich komme hier gar nicht runter, ne? Das ist zu hoch. Scheiße. Weil da ist ja noch einer da vorne und dem muss ich auch noch irgendwie vorbeikommen. Aber dann wäre doch. Entschuldigung. Ich wollte den nicht so abwerfen eigentlich. So. Dann haben wir nämlich jetzt den Weg hier freigemacht. Ich hoffe, dass die keine langfristigen Schäden davon tragen von diesem. Von dieser Schockmunition, sondern dass das nur ein leichtes Kribbeln ist und sie nach 5 Minuten wieder aufwachen. Das würde ich mir sehr wünschen. Gleich haben wir es geschafft. Gleich geschafft. Jetzt kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Wir müssen nur noch hier runter den Hof entlang. Der gute Mann bleibt jetzt hier halt einfach liegen. Und dann müssen wir nur da hinten noch dafür sorgen. Dass der gute Mann vielleicht mal ein bisschen einschläft. Speichern. So, Kollegen. Das, was ihr nicht geschafft habt, den nehme ich mal kurz abzuwimmeln, habe ich jetzt mal mit Waffengewalt erledigt. Hättet ihr ja ruhig mal sagen können,
Musst du nicht langsam mal wieder rein? Das Wetter ist scheiße. I thought he would never go away. This our friend? That's the man. Pleased to meet you. And that must be Doherty. He's all yours. We're not going anywhere until you give me Doherty. Did Lambert tell you about Sarah? No. She's fine. The blackout spooked her, but she's completely all right. Ah. Don't get too emotional. Let's get out of here. Thanks, Wilkes. Woo! Also, unserer Tochter Sarah geht's gut. Sie hat sich nur ein bisschen erschreckt über den Blackout, war aber nichts Schlimmes. Und wir haben es geschafft, den Maulwurf rauszuschaffen aus dem CIA-Hauptquartier. Er hat uns bei dem Verhör verraten, dass er eine Neurose, eine Zwangsneurose hat, die ihn dazu bringt, Daten anzusammeln. Also er ist ein Datenhoarder. Und allerdings macht er das leider auf einem unsicheren Computer. Und das hat dazu geführt, dass die Daten halt geleakt sind, weil die leicht zugänglich waren übers Internet. Grimms.dir hat den Leak zu einem nahegelegenen Büro von Kalinatec geführt. Ich nehme an, das ist eine Firma oder sowas. Allerdings wurde sie entdeckt bei ihrem Eindringen in deren Computersysteme. Und das bringt uns dahin, dass wir jetzt dort eindringen müssen. Und zwar nicht über das Internet, sondern real. Appeared on the Internet at 3 o'clock this morning. My declaration of war against the United States of America and its allies. Until every last foreign soldier has left Georgia, this war will continue on American soil and around the world, claiming the lives of the aggressors. The scales of power have been newly balanced, and we will no longer accept the tyranny of the United States. Blamed the U.S. media for their part in spreading Kumbain-Nicolaadze's message. Ironic counterpoint to the situation at home, U.S. soldiers in Georgia and Azerbaijan have spent their fifth night without combat. Though tensions remain high, military intelligence has been unable to locate any remaining Georgian commando. Have dramatically increased their efforts to find Kumbain-Nicolaadze. U.S. intelligence is combing a constantly expanding search radius extending from Georgia. Each new country another possible secret alliance with the... Because what we have here is a situation where further airstrikes just won't do any good. Nicolaadze Army, if that's what you want to call it, is a bunch of... As mourning relatives prepare funeral services, America's law enforcement and military forces prepare for the unknown, waiting for Kumbain-Nicolaadze's next move. Also wir wissen nicht, wo Nicolaadze ist, der georgische Präsident, der das alles angezettelt hat, der Schurke sozusagen. Keine Ahnung, wo in der Region er sich versteckt. Schon die Nachbarländer Aserbaidschan, Iran und Co. wurden schon gefragt und da werden untersucht von den Geheimdiensten. Aber ja, wir wissen es einfach nicht. Russische Söldner haben angefangen, Beweise für die georgischen Aktivitäten bei Kalinatec, was auch immer das ist, zu zerstören. Before her detection in the network, Grimms.dir discovered that a technician named Ivan is hiding in the building. Also ein Techniker namens Ivan soll sich in dem Gebäude befinden, hat Grimms.dir rausgefunden bei ihrem Hack. Und Ivan hat einen Verschlüsselungsschlüssel, einen Entschlüsselungsschlüssel, das uns helfen könnte, Nicolaadze zu finden. Fisher, your mission is a man named Ivan. When Grimms.dir got made in Kalinatec's server, Nicolaadze's mercenaries got spooked. They're pulling up stakes, wiping out all evidence of their presence, including Ivan and his comrades. Who's Ivan? One of Nicolaadze's geeks, a programmer. They're killing their own men. It's all evidence. Let's pray you find him first. Details on your OPSAT. Okay, dann suchen wir mal diesen Ivan. This is as close as we get. Are you sure you're cool with the details? This last-minute stuff bugs me out. I'll figure it out. Well, be careful. I've already got a mother, Wilkes. Sei vorsichtig, Sam. Ich habe schon eine Mutter, Wilkes, danke. Ja, die sagen sowas auch gerne. Wir sollen jetzt bei Kalinatec einbrechen. Ich nehme an, das ist eine Firma und irgendwie arbeiten die mit den Georgiern zusammen. Wir versuchen, diesen Ivan zu finden, diesen Geek, diesen Computernerd,
der irgendwie Zugriff auf die Systeme von Nicolace hat und dann finden wir vielleicht auch raus, wo der Typ sich versteckt, damit wir diesen elendigen, sinnlosen Krieg beenden können. Das wäre super. Vielleicht müssen wir bei Putin auch nur seinen Computerfachmann finden, der weiß dann auch, wie man den Krieg beendet oder so. Das wäre schön. Schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.